Hallo meine Lieben und willkommen zu geschmeidigeren Runden von One of the Chamber auf dem Hive MC Server. Ich werde nebenbei ein paar Fragen vorlesen und deswegen mich nicht komplett aufs Gameplay konzentrieren. Ich werde wahrscheinlich jedes Mal sterben und immer wieder eine neue Runde anfangen müssen, aber ich denke, das ist erstmal egal. Ich konzentriere mich auf jeden Fall zuerst mal auf die Fragen. Hier geht schon ein krasser Fight ab. Der Typ hier, so, pass auf. Ist gerade noch schwer, sich auf die Fragen ein bisschen zu konzentrieren. Oh, was war das denn? Sag mal, den konnte ich aber nicht treffen. Okay, pass auf. Ich fange mal an mit den Fragen. Und zwar fragt Jerry, sind demnächst neue Projekte geplant? Dazu kann ich noch nicht viel sagen. Ich habe auf jeden Fall so ein Ziel, was ich alles an Projekten schaffen möchte. Oh, das ist gemein, die ganze Zeit Spawn killen. Also ich habe so ein Ziel, was ich an Projekten schaffen möchte dieses Jahr. Ob diese ganzen Projekte funktionieren, so wie ich sie geplant habe und so wie ich sie mir vorstelle, ist dann doch eine andere Frage. Na komm, den kriege ich doch. Ja, jetzt noch rumdrehen. Ach Mist, ich dachte, den schaffe ich auch noch. Aber komm, im Nahkampf. Oh, da hat er mir den Kill geklaut. So ein Arschloch. Der hat ja noch Pfeile, ne? Ach, egal. Also ich habe keine Projekte mit... Was war das? Ich habe keine Projekte in Planung, aber ich habe so ein paar Ziele, auf jeden Fall. Moment, lass mich das schon mal in Ruhe machen. Dann lese ich auch direkt die nächste Frage vor. Und zwar von @madamepatate01, Pizza oder Nudeln? Also ich finde beides sehr lecker, muss ich sagen. Mit der richtigen Soße sind Nudeln auch ziemlich geil. Aber ich bin halt eher doch der Pizza-Typ. Ja, also Pizza ist für mich mein A und O. Also mindestens einmal im Monat Pizza essen. Sonst verhungere ich und sterbe aus. Oh, der hat mir eine richtige Kombo gegeben. Und wir haben nur noch ein Leben. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir machen. Und dann fragt die Madame Patate 01 auch noch, was für Pizza magst du am meisten? Also am liebsten kann ich das gar nicht sagen, denn ich mache das eigentlich immer unterschiedlich. Ich kaufe aber nur Margarita-Pizza, weil da kannst du dir alles Mögliche selber draufschneiden. Dann ziehst du noch ein bisschen mehr Käse drauf und da noch Pilz draufschneiden oder so. Und das ist immer schon ziemlich geil. Komm, den kriegen wir aber, oder? Nein, 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 nein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde mit den nächsten Fragen, die ich hier noch in Twitter vorliegen habe. So, wir sind in der nächsten Runde und ich denke, ich mache einfach mit der Frage weiter. Was war es genau, welche Pizza ich am liebsten mag? Habe ich schon gesagt? Ich sage es einfach nochmal. Also ich kaufe Margarita und schneide da dann irgendwas drauf. Pilze, ein bisschen Schinken oder sowas. Also eigentlich immer je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Ich muss mal kurz schauen, dass ich hier ein bisschen... Da sind direkt zwei. Ach, wie schlecht war das denn, dass ich da nicht getroffen habe. Das war echt mega schlecht. Sag mal, und dass ich... Okay, jetzt habe ich ihn aber. Okay. Oh, den habe ich aber nicht getroffen. Nein, nicht ins Inventar. Oh Gott. Oh, das war schlecht. Okay. Edserschan2324kja fragt, wo hattest du die Illuminati Confirmed Idee und welches davon fandest du am witzigsten oder am coolsten? Die Idee habe ich von einem amerikanischen YouTuber, der macht ungefähr das gleiche mit Marken oder Personen, was ich halt auf Deutsch mit YouTuber mache. Er benutzt dafür aber nicht seine echte Stimme, sondern er benutzt dafür die Computerstimme von Google, glaube ich. Und ja, also von dem habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt, das war so mein Vorbild in der Sache. Und am witzigsten fand ich das von Revi, weil das war einfach, da war das Neuland für mich, neues Gebiet und einfach was Neues ausprobiert und es kam ja gut an und deswegen, ja, ich fand das am witzigsten. So, Moment, dann lass mich mal kurz, ich habe hier ein paar Frame Drops, es tut mir leid, wenn man die so stark in dem Video bemerken sollte, aber ich weiß nicht, es muss an der Map liegen. Ey, das war unfair. Okay, habe ich vorhin auch gemacht, wieder an derselben Stelle spawnen. Ja, es liegt 100%ig an der Map. Bei anderen Maps habe ich das nämlich nicht. Was haben wir denn noch für Fragen? Genau. @itsshapes fragt, möchtest du von YouTube leben können und was wäre dein Traumberuf? Also von YouTube leben wäre schon ein Traum, aber so ein wirklich ein Traumberuf wäre das nicht. Sondern ein Traumberuf für mich wäre Mediengestalter in Bild und Ton. Das heißt Logo-Design, Banner-Design, 2D, 3D-Design. Vielleicht, das musste ich mir dann aber auch aneignen. Schön, dass du nicht getroffen hast, mein Freund. Und da vielleicht auch so ein bisschen selbstständiger werden. Mit der Schulbildung her und sowas. Und vielleicht dann noch hinter ein bisschen, vielleicht ein eigenes Geschäft öffnen. Also so ein Online-Shop für Mediengestaltung oder auch über DeviantArt ein bisschen verdienen. Das wäre schon so ein kleiner Traum, den ich mir dann so erfüllen würde.
Dann haben wir noch hier eine ganz wichtige Frage von Lia Bam, Hashtag @ungenudelt. Sie fragt nämlich, ficken! Und ich sage nein. Aber Gamescom, machen wir aber Gamescom, ja? Von wo? Von wo? Von was? Von wo? Ah, da. Okay. Ah, Mist. Das war's auch schon wieder. Okay, pass auf. Dann beantworte ich jetzt die nächsten Fragen einfach so, weil ich glaube, noch eine Runde lohnt sich nicht. Er fragt nämlich, einfach nur Mila fragt, wenn es nur zwei Möglichkeiten gäbe, für was würdest du dich entscheiden, anal oder oral? Und ich denke, ich beantworte diese Frage einfach gar nicht. @BardoTexYouTube, wieder eine gute Frage, was hältst du von Beauty-YouTubern? Und da muss ich eigentlich sagen, Beauty-YouTuber, sie machen alles richtig, hat Kane aber auch schon mal gesagt, sie machen alles richtig, sie machen das, womit sie ordentlich Geld verdienen und sie verdienen ja auch gut. Und ja, also allgemein, ich mag's nicht, weil sie verarschen einfach ihre Zuschauer, beziehungsweise, wenn man das da sagt, so Fans, weil ja, sie verarschen die einfach, wenn man so sagt, mit ganz vielen Product Placement, die dann ungekennzeichnet sind, oder wenn man einfach sagt, ja, das ist geil, das müsst ihr euch unbedingt kaufen und so einfach Geld verdienen, ist eine gute Strategie, aber irgendwie auch ziemlich unehrlich und das finde ich ziemlich blöd. Und dann fragt hier Sova noch, gibt es die Hashtag Monsterwand noch und wird sie noch genutzt? Und ich weiß gar nicht, was er mit einer Monsterwand meint und was er meint, mit wird die noch genutzt. Also ich, das Einzige, was ich mir darunter jetzt vorstellen könnte, ist die Wand für Fanarts, die sich in front of me hinter meiner Softbox befindet. Die gibt es tatsächlich noch, die wurde noch nicht abgerissen. Die gibt es noch und da hängen auch noch die ganzen Fanarts, die Lia und Mila und so mir alle schon gemalt haben. Die hängen da tatsächlich noch, die kann man aber auch nur sehen, wenn ich die Softbox mal so ein bisschen zur Seite stelle. Nochmal kurz dazu, Fanarts könnt ihr mir natürlich immer gerne malen und unter Twitter mit dem Hashtag SeroticFan schicken. Und mit Hashtag FragSerotic könnt ihr mir Fragen stellen, also Fanarts sehe ich dann immer auf Twitter, das war so eine Ausnahme, weil ich kenne die Person so ein bisschen und deswegen hat die meine Adresse bekommen und konnte dann die ganzen Fanarts da hinschicken. Ich überlege immer noch, ob ich mir ein Postfach öffne, aber das ist eine andere Geschichte, das sprechen wir vielleicht in einem anderen Video an. Wenn du mehr Fragen-Antwort-Video sehen möchtest, dann stell mir doch einfach eine Frage unter Twitter mit dem Hashtag FragSerotic und dann kommt die demnächst in einem weiteren Video dran, wenn ich wieder genug Fragen gesammelt habe. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ich ein bisschen Fragen beantworten konnte, die du dir vielleicht auch gestellt hast, lass doch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann einmal in den nächsten Videos. Und dann würde ich sagen, bis dahin sehen wir uns nie wieder. Tschüss.